Guten Morgen, der Frank ist da. Guten Morgen, der Marc ist auch da. Der Marc ist auch da. Heute dritte Etappe, Rheinsteig. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Sind wir von da unten gekommen. Heute gehen wir dann jetzt hier weiter. Ja, erstes Etappenziel, das Auge Gottes. Wir haben heute ungefähr 17 Kilometer vor uns, mit Zu- und Abweg so um die 20 bis 21. Gucken wir mal. Dann kommt einfach ein Stück mit. Und frühmorgens ist auch dem Jupp-Singe-Jungen schon da und hängt hier rum. Ja, ist jetzt 8 Uhr. Wir haben jetzt den ersten Kilometer auf dem Rheinsteig hinter uns. Der Marc erzählt wüste Geschichten vom Wochenende. Ich habe schon ganz rote Ohren. Angenehm kühl. Lässt sich gut laufen. Wir haben ein kurzes Stück Single Trail jetzt hinter uns, laufen jetzt auf einem Wirtschaftsweg und ansonsten ist es richtig klasse im Wald zu sein. Hoffentlich kommen heute nicht allzu viele Wanderer und Wandergruppen, aber gut, da werden wir dann auch. So, wir nähern uns dem Auge Gottes. Da wollen wir Frühstückspause machen, lecker Kaffee trinken, ein bisschen was essen. Dadurch, dass wir heute nicht so die große Kilometerzahl haben und wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ich auch von den Anstiegen eher moderat verhält, können wir heute da uns ein bisschen mehr Zeit machen lassen, ein bisschen mehr Pause machen und einfach genießen, unterwegs zu sein. Wir haben jetzt 10 vor 9. Es ist immer noch angenehm kühl. Außer einem Wanderer und einem Mountainbiker ist uns auch noch nicht wirklich jemand begegnet. Und so kann es eigentlich bleiben.
So, der Marc nutzt jetzt die Gelegenheit am Auge Gottes für ein schnelles Gebet. Für die Sünden vom Wochenende. Besser ist das. Ja, schön. Und? Machen wir hier Kaffeepause oder gehen wir doch zu dieser Ziegelei weiter? Also ich würde zur Ziegelei weitergehen. Ja, alles klar. Ich glaube, da müssen wir lang. Ah, da hinten. Da hinten ist auch nochmal eine Hütte. Ja. Wo schon gefrühstückt wird. Dann gehen wir weiter. Juhu! Ja, wir haben leider immer noch keine Bank gefunden, um Kaffee zu trinken und was zu frühstücken. Wir sind heute relativ fix unterwegs. Wir sind schon viel, viel weiter, als wir eigentlich dachten, in der Zeit erreichen zu können. Und ja, wir gucken jetzt einfach ganz entspannt nach der nächsten Bank. Da werden wir dann schön lecker Kaffee aufschütten. Noch was frühstücken und dann werden wir gucken. Wir haben jetzt gerade so mehrere hundert Meter Asphalt gehabt. Jetzt sind wir hier in so einem Schotterweg Allee unterwegs. Wir sind gerade am Hahnhof vorbeigekommen, wo offensichtlich auch vermehrt Pferde wohl untergebracht sind. Ja, ist ganz schön. Ist jedenfalls toll. Eine Aussicht. Da hinten müsste der Rhein liegen. Den haben wir jetzt heute noch so überhaupt nicht gesehen. Wir laufen aber mehr oder minder darauf zu. Ansonsten philosophieren der Marc und ich gerade übers Leben. Und haben eine Menge Spaß. Aber lechzen eigentlich nach einer Bank. Weil mir hängt der Magen ehrlicherweise auf den Füßen. Und auch der Marc sieht relativ unterernährt aus. So, kennt ihr noch alle meine kleine Farm, Laura Ingels? Da ist er, Marc Ingels. Großartig. Ich frage mich nur, ob ich der dicke Bärtige bin, der in dieser Sägemühle arbeitet. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ich bin nervig, mit dem keiner was zu tun haben will. Oh, Marc. So, ich glaube, da hinten sieht man ganz entfernt. Ich gucke mal, ob meine nicht so gute Videoausrüstung das hinkriegt. Kann man das erkennen? Da, genau am Schnittpunkt von dem Berg und dem Hügel, da liegt, glaube ich, dieses Radon auf der anderen Rheinseite. Ja, hier geht es definitiv Richtung Rhein.
Da sieht man auf jeden Fall die Höhenzüge linksrheinisch. Und Rhein heißt Bank, heißt Frühstück, heißt erfolgreiches Bekämpfen der akuten Unterernährung. Und Kaffee. Und Kaffee. Da ist endlich eine Bank und das auch noch mit sehr schönem Ausblick. Der Drache vom Drachenfels ist auch da und dampft schon. Hat tatsächlich eine Jacke ausgezogen und ist am Rücken etwas geschwitzt. Ja, durch den Pulli. Durch den Pulli. Ja, schön. Ne? Ja, dann würde ich sagen, Käffchen! Oh, die Aussage
wir haben so gut wie keine Höhen heute, nehme ich eindeutig zurück. Mann, oh Mann, haben wir jetzt da ein paar steile Anstiege gehabt. Super, ich finde, das ist ein super Gefühl. Ich finde, so ein bisschen stöhnen darüber und so ein bisschen jammern ist ja völlig in Ordnung. Aber ansonsten, ich finde das einfach nur geil. Wenn das Adrenalin, gegebenenfalls sogar die Endorphine durch deinen Körper jagen und du siehst, oh, da ist noch ein Stück, da ist noch ein Stück, da ist noch ein Stück. Und dann kommst du oben an. Oh, das ist klasse. Das ist echt klasse. Da kann man glatt das eine oder andere Bier mal stehen lassen, um das einfach zu genießen. Das ist großartig. Ja. Wobei, ich gebe zu, den letzten Anstieg habe ich mir direkt danach ein Stückchen Schokoladenkeks gegönnt, weil ich da gemerkt habe, ich brauche einfach so ein bisschen Zucker. Für alle Lost Place Freunde, da ist einer. Ansonsten schön hier. Ah, der Marc setzt sich hin. Er ist jetzt gefühlt über jede zweite Wurzel schon gefallen. Das mag er gar nicht hören. Ich glaube, ich darf den Marc nicht immer so zanken. Oh ja, rein Panorama. Ach, das ist mal eine Bank mit Überlegung. Schön. So sieht das denn aus. Das ist da oben nicht die Erbhüllerei, kann das sein? Ja. Ganz richtig. Da oben ist die Abelalei, wo wir eben gewesen sind. Da unten das Stück Brücke ist die Brücke von Remagen. Da ist ein KD-Schiff, was eventuell nachher unser Transfer zum Auto wird. Aber davon später mehr, wenn das dann auch hinhaut. Ja, es hat hingehauen. Wir sind auf dem Linienschiff der Bonner Personenschifffahrtsgesellschaft angekommen, fahren zurück nach Bad Hönningen und können so nochmal die Wanderung des Tages rückwärts Revue passieren lassen. Bye.
Da sind wir ein bisschen im Boot gefahren. Schön mit der Bonner Personenschifffahrts GmbH. Sind jetzt in Bad Honnef zurück. Haben jetzt noch keinen Kilometer mehr bis zum Auto, wo wir geparkt haben. Und ja, dann fahren wir schön zurück in heimatliche Gefilde. Ich fand es eine sehr großartige Etappe. Mittagessen war irgendwie nicht die Zeit, weil wir fürs Frühstücken so viel Wartezeit hatten, bis wir endlich dann eine Bank gefunden hatten. Ja,